everything that you need. But you only told me lies and you made me realize it, baby. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law. Ihr seid wieder auf YouTube. Ihr schaut irgendwelche Videos an, euch ist langweilig, dann seid ihr leider am akuten Prokrastinieren. So, willkommen zurück, Leute. 4 Wochen sind wieder vergangen und es gibt einige Neuerungen. Einmal, ich bin in einer Arztpraxis und genau darum geht es heute, denn es geht um mein Medizinstudium, nachdem viele Interesse daran geäußert haben. Außerdem, das war mein altes Mikro, jetzt mittlerweile habe ich ein neues. Ich hoffe, der Unterschied ist phänomenal. Einige von euch haben schon kommentiert, ob ich nicht etwas mehr zum Medizinstudium erzählen kann, entweder auf Instagram oder auf YouTube. Und genau, das mache ich jetzt einfach. Erstmal, wieso ich persönlich Medizin studiere, denn ich bin gerade bei meinen Eltern und mache eine Formulatur in einer Praxis. Und ja, die Praxis ist tatsächlich die von meinem Dad. Und alles fing an einem ganz besonderen Tag an. Es war der Tag, an dem mein Vater Geburtstag hatte und mit unglaublich vielen Geschenken nach Hause kam. Und als ich dann verstanden habe, dass die ganzen Geschenke von Menschen kamen, die mein Vater wirklich wertgeschätzt haben, habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und mit der Zeit habe ich für mich entschlossen, Medizin zu studieren und habe es auch in die Uni geschafft. Genau, und mittlerweile bin ich eben in Erlangen. Ich habe jetzt auch schon meine Formulatur hinter mir und ich muss echt sagen, die war mega cool. Aber bevor ich erstmal erkläre, was eine Formulatur ist, selber das Studium ist aufgebaut in 2 Abschnitte. Einmal die Vorklinik und einmal die Klinik. Und wie es schon ein bisschen sagt, also die Vorklinik, da geht es überwiegend um Theorie, um einfach mal die Basis des Medizinstudiums zu festigen. Und dann in der Klinik selber geht es dann eben mit Blockpraktika weiter, mit den einzelnen Fächern und eben mehr spezifisch in die verschiedenen Fachrichtungen. Und so wie wahrscheinlich viele andere Studiengänge ist das Medizinstudium auch immer mit Theorie und Praxis gekoppelt. Einmal in der Vorklinik, eben auch mit Vorlesungen und dann in der Praxis haben wir dann das Pflegepraktikum. Also da läuft man dann im Krankenhaus mit dem Pflegepersonal mit. Genau, und da bekommt man einfach so ein bisschen den Alltag näher gebracht. Und ansonsten in der Klinik geht es dann mit der Formulatur weiter. Und das ist dann eben der Teil, wo man mit dem Arzt mitläuft und einfach guckt, wie der praktiziert, was da so passiert. 4 Formulaturen muss man machen, jeweils 1 Monat. Und ich habe jetzt meine 3. absolviert. Aber das Coolste eigentlich an diesen ganzen Praktika ist, dass man so ein Gefühl für den Standardpatienten bekommt, der eben diese Fachrichtung aufsucht und einfach auch so ein bisschen ein Gefühl für das Krankheitsbild. Und da gibt es auch teilweise solche Extremen, irgendwelche Patienten, die sich zum Beispiel den Weisheitszahn in der Garage ziehen. Und jetzt bin ich eben wieder da von zu Hause, von meiner Allgemeinarztformulatur. Und das war auch echt faszinierend. Also wirklich, dass man diesmal komplett den ganzen Prozess einer Krankheit mitmachen kann. Also von dem Moment, wo es dem Patienten schlecht geht, die ganzen Prozeduren bis hin, wo man ihn wieder nach Hause schickt. Das ist eigentlich eine der coolsten Sachen, würde ich sagen. Das hat man im Krankenhaus leider nicht so. Aber das ist jetzt nur meine Faszination, Medizin zu studieren und wie ich auf das Ganze blicke. Aber es gibt ja noch andere Leute, die Medizin studieren. Und da können wir jetzt einfach mal fragen, wieso die überhaupt studieren. Du sag mal, Ösa, wieso studierst du eigentlich Medizin? Kann was Gutes tun, was auch ein Faktor ist, aber auch die Tatsache, dass man sich permanent weiterentwickeln kann, dass es kein stehendes Gebiet ist. Ja, Mann. Nee, ist eine coole Sache. Yo, Adi, servus, wie geht's? Sag mal, wieso studierst du eigentlich Medizin? Ich klappe gerade ein paar Leute ab und frage so ein bisschen nach deren Gründen. Leute zu betreuen und so, und die Thematik fand ich eigentlich schon immer interessant. Wieso studierst du eigentlich Medizin? Ich würde mal sagen, einfach mit Menschen arbeiten, dann die Tatsache, dass ich ja diese komische Einwanderungsverträglichkeit habe, wo mir die ersten 14 Jahre nicht sagen konnten, was ich habe, was mich halt ewig aufgeregt hat und wo ich dann immer dachte, okay, ich kann das besser. Klingt sehr, sehr spannend. Ciao! So, es hat tatsächlich niemand Geld oder Prestige gesagt. Und das ist eigentlich eine faszinierende Sache. Und da merkt man eigentlich schon, dass Medizin so ein Fach ist, das hat so viele Aspekte. Man kann es natürlich wegen des Geldes machen oder auch wegen des Prestiges, aber man kann es natürlich auch wegen sozialen Gründen machen oder um Leute zu helfen oder weil es einfach ein sehr schöner handwerklicher Beruf auch teilweise ist, gerade in der Chirurgie.
Dementsprechend kann ich nur sagen, es ist ein wunderschönes Studium, weshalb man es auch immer studiert. Jetzt heißt es für mich packen, denn ich fahre jetzt erstmal in die Fränkische. Bis dann!